Am 20.02.2016 fand im Rahmen der Didacta Bildungsmesse das VBM Camp, das Barcamp für Lehrerinnen und Lehrer auf der Didacta in Köln statt. Es wurde vom Verband Bildungsmedien zusammen mit dem Twitter-Chat @chat.de organisiert und ausgerichtet. Ein Grund mehr, an diesem Samstag früh aufzustehen und zur Didacta zu gehen. Vor Beginn des Barcamps fand ein @chat.de Special mit den beiden Moderatoren Thorsten Labig und André Spang und den Gästen Prof. Dr. Friederike Siller von der TH Köln und Thomas Langer vom Philologenverband statt. Es wurde über digitale Bildungstrends und neue Lernkulturen diskutiert. Mittlerweile waren alle Gäste angekommen und das Camp wurde von Andreas Bär, dem Geschäftsführer des Verband Bildungsmedien e.V., eröffnet. Er begrüßte über 80 Gäste aus ganz Deutschland und auch aus Österreich, aus allen Bereichen der Bildung, Schule, Politik, Wissenschaft, Universität und Bildungsverlagen. Das Motto des Tages: digitales Lehren und Lernen. What works? Dann übernahmen Dr. Maren Seiko vom Vorstand des VBMs und Geschäftsführerin des CC Buchner Verlag und André Spang, Lehrer und Moderator von @chat.de, sowie sein Kollege Thorsten Labig, der für die Sessionplanung zuständig war, rechts im Bild. Nicht zu vergessen Dr. Daniela D., die das Camp maßgeblich mit organisiert hat. Dank des hervorragenden WLANs konnten viele Sessions, die Eröffnungsrunde, Vorstellungsrunde und Abschlussrunde des Camps gestreamt werden und alle Sessions mit protokolliert werden. In der Vorstellungsrunde des Barcamps stellen sich traditionsgemäß alle Gäste mit drei Schlagworten vor. Danach kommt es zum wichtigsten Teil des Barcamps, denn das Barcamp ist ein offenes Format, das von den Teilnehmern, man nennt sie Teilgeber, gestaltet wird. Jeder der Teilgeber, der etwas vorstellen möchte, stellt eine sogenannte Session vor, präsentiert kurz, was er zeigen möchte, und die anderen Teilgeber zeigen Interesse. Bei genügend Interesse findet die Session statt. Eine sehr spannende Phase. Alle Sessions werden dann in den Sessionplan, den man hier sieht, eingetragen. Wir hatten insgesamt 10 Sessions über Sprach-Apps, Flipped Classroom, Bildung 4.0, Einsatz von Lernvideos, Logineo, NRW, Projekt Aula und vieles mehr. Natürlich wurde auch fleißig getwittert, damit die draußen auch was mitbekommen, und wir lagen auf Platz 3 der deutschen Twitter-Trends. Danach ging es in die Sessions, 5 davon liefen jeweils parallel und diese wurden mitgestreamt oder eben auch per Etherpad mitprotokolliert von den Anwesenden, sodass alles dokumentiert wird und auch von außen nachvollziehbar war. Das Format ist so offen und transparent von den Teilnehmern gestaltet, dass sogar eine OER-Session auf einem Barcamp des Verband Bildungsmedien stattfand. In der Abschlussrunde nach anderthalb Stunden reger Diskussion und Austausch wurde über einige Fragen zum Camp diskutiert. Die Begeisterung war greifbar, Herr Bär war sichtlich beeindruckt, selbst ein Digital Champion aus Österreich war angereist und war angenehm überrascht von der Vernetzung und dem Austausch. Auch die da draußen waren sichtlich begeistert über die Partizipationsmöglichkeiten und davon, dass sie mitreden und mitlernen konnten. Der Verband Bildungsmedien hat es geschafft, ein innovativ offenes Format einzubringen. Ein Format, das zukünftig vielleicht auch in anderen Settings, zum Beispiel Lehrerkonferenzen, Verlagssitzungen und denkbar ist. Dieser Teilgeber, der sein erstes Barcamp besucht hatte und skeptisch war, war überrascht, dass alles geklappt hat. Und die Welle zeigt uns, nach dem Barcamp ist vor dem Barcamp. Wir sehen uns beim VBM 17. Natürlich mit strahlenden Gesichtern.